Hallo zusammen, heute zeige ich dir, wie ich unsere Garderobe aufgeräumt und neu organisiert habe. Wer kennt es nicht? Chaos in der Garderobe, alles ist sehr schwer zu finden. In diesem Video zeige ich dir mit einfachen Schritten, wie du deine Garderobe oder Flur neu organisieren kannst, sodass es kein langes Suchen mehr gibt, bevor du dein Haus verlässt. Als ersten Schritt empfehle ich dir, alles, was in der Garderobe ist, wirklich auszuräumen. Am Anfang dachte ich, dass es zu viel sein wird, doch das Ausräumen war innerhalb von nicht mehr als 15 Minuten getan. Alles wurde dann auf dem Boden ausgebreitet und dann habe ich geschaut, welche Sachen brauche ich noch. Es ist unglaublich, wie viel sich mit der Zeit ansammelt und wie viel Platz für Dinge genutzt werden, die man nicht mehr braucht. Ein Tipp, wenn man nicht so viel Platz in der Garderobe hat, ist es gut, wenn man die Wintersachen von den Sommersachen trennt. Mützen, Schals und Handschuhe vom Winter werden nur im Winter in der Garderobe gelagert und im Sommer sind es die Sonnenbrillen, Sonnenhut und die Leichenschals. Ich habe auch viele Taschen zum Einkaufen gefunden. Die sind zwar super praktisch, aber nie waren die im Gebrauch. Da wir gleich 8 bis 10 hatten und ich brauche nur 3 bis 4. Die habe ich dann sozusagen auch reduziert, sodass ich mehr Platz habe in der Garderobe. Küchenrollen und andere Küchenreiniger haben sich in der Garderobe habe ich dort gefunden. Die sind dann jetzt auch wieder in der Küche verstaut worden, sodass wirklich in der Garderobe nur noch die Dinge sind, gewidmet werden für die Sachen, die dort auch gebraucht werden. Als nächsten Schritt habe ich die Wände gestrichen. Die Wände sahen schon sehr mitgenommen aus, sodass ein neuer Anstrich von Vorteil war. Ich habe einen leichten Beige-Ton ausgewählt. Die Farbe, die ich verwende, war sehr, sehr deckend. Farbanstriche wirken auf mich wie ein Neuanfang. Mit einem Farbroller bin ich über die Wände gegangen und schon nach ein paar Stunden war die Garderobe in der neuen Farbe und sah von innen wieder wie neu aus. Aufbewahrungsboxen habe ich mir dann besorgt. Ich liebe Aufbewahrungsboxen mit Griffen oder Henkeln. Wichtig ist immer vorher genau auszumessen, welche Größen in der Höhe und in der Breite man braucht. Und auch für kleine Garderobenschränke gibt es auch so ganz niedliche kleine Behälter, die man nutzen kann für die Aufbewahrung. Jetzt wurden alle Behälter nach Größe abschätzend geschaut, welche Kategorien passen, in welchem Behälter am besten. Auch neue Kategorien können entstehen. Hier eine Box mit einer Kordel, die man öffnen kann. Dort habe ich jetzt alle Mundschutzmasken reingetan. Vorher hatten die keinen festen Platz. Und jetzt muss ich die nicht mehr suchen. Dann noch für den Garten Spielzeug der Kinder. Auch Taschentücher sind super praktisch, wenn man die griffbereit gleich findet, wenn man aus dem Haus geht. Und es gibt dann noch so kleine Körbe für jedes Familienmitglied bei uns, sodass dort auch kein langes Gesuche ist, bevor man zur Schule oder zur Kita muss.
Mit einem Kreide- oder Acrylstift beschrifte ich gerne meine Behälter in unserem Haushalt. Es hilft uns, die Dinge schneller zu finden und alle Familienmitglieder können sich an das neue Ordnungssystem besser halten. Dann nächster Schritt in der Anordnung. Wo kommt welche Box hin? Da auch wieder sich fragen, welche Dinge, welche Boxen werden häufiger gebraucht. Die sollten dann auch hier näher griffbereit sein. Ich komme jetzt an alles ran. Alles ist beschriftet. Die Sachen sind aber versteckt. Und es sieht schön organisiert aus. Bei dem Labeln gibt es auch unterschiedliche Varianten, die man machen kann. Es gibt auch welche, die man direkt an den Korb anheften kann. Wir haben jetzt uns hier für die ganz einfache Aufkleberversion entschieden. Die halten auch lange am Regal. Genau. So sieht das jetzt aus. Alles ist wieder super organisiert und einfach nur schön. Unten sind es die größeren Behälter. Dort lagern wir ja die Taschen, die Einkaufstaschen, die Fahrradhelme in einer Box und auch noch weiteres für den Garten. Und wir haben auch in den Boxen noch Platz. Also, das ist ganz toll. So. Ein weiterer Tipp, den ich benutze, ist ein Hakenaufhänger, um die Regenschirme anzuhängen, damit sie schnell griffbereit zur Hand sind. Und auch der Schuhlöffel wurde des Öfteren immer gesucht. Jetzt hängt er auch dort und hat seinen festen Platz. Dieses Regal wurde vorher im Kinderzimmer genutzt, das wir aber jetzt nicht mehr brauchen. Das haben wir jetzt auch in der Garderobe anmontiert, wo unsere Desinfektionssprays, Sonnencreme und Handcreme jetzt gelagert werden. Und beides hat jetzt sozusagen einen aufgeräumten Platz und sieht einfach nur gut aus. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gerne kannst du mir auch auf Instagram folgen oder meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich und bis schon ganz bald.